Servus Leute, wir sind Skelexe und heute mal wieder ein neues Gameplay von uns. Ja, wir machen gerade die Mission Neue Schwinge. Wir sind Neu ungefähr, schwingen. ja, Neue Schwingen. Wir sind ungefähr hier, haben hier angefangen, haben hier so einen Fußmarsch hingelegt. Von hier aus wollen wir eine Pause ein, also haben wir uns aufgeladen. Jetzt fliegen wir rüber, so eine Weile lang fliegen wir. Da ist so eine kleine Insel aufeinander. Da werden wir wieder eine Pause einlegen, werden wir auf die Schwertinsel landen, also auf der Schwertinsel landen. Dann werden wir hier rüberfliegen zu dem Ort, wo die Insel befindet, wo wir uns die Quest schnappen werden. Leute, dieses Gameplay wird einfach nur so ein Comedy-Gameplay, weil wir haben für diese Mission hier haben wir etwa 7, 8 Versuche gebraucht. Es hat einfach nicht geklappt, Leute, ey. Das ist so einfach. Na, guck mal, Leute. Wir standen ungefähr hier. Ganz genau hier. Die Markierung ist ja da. Wir wollten rüberfliegen. Und ja, wir sind hier ja hier oben. Und halt, wir wollten dahin fliegen. Als wir genau auf der Markierung waren, haben wir die Insel nicht gesehen. Wir haben nach unten geguckt und sahen diese Insel. Also sind wir runtergeflogen. Als wir unten ankamen, dachte ich mir, hü, wo ist meine Markierung jetzt hin? Ich guck nach oben und sehe da eine Insel. Ratet mal, welche Insel das war. Wir sind runtergeflogen. Statt hier geradeaus zu fliegen, sind wir runtergeflogen. Also sind wir auf der unteren Ebene gelandet. Da dachten wir uns, ach komm, versuchst du es mal, sind wir hochgeflogen. Und halt der Exburst ist ungefähr hier so abgekratzt. Bei mir war es richtig knapp. Ich bin ganz genau an der Kante abgekratzt, aber Leute, das war einfach nur besoffen. Einfach nur krank war das. Wie viele Versuche wir dafür gebraucht haben und halt unsere Serum hier, wir hatten ungefähr 50 Stück und wie ihr seht, haben wir nur noch 8 Stück von denen. Und ja, was sich bei uns verändert hat, ich habe meinen Bogen von meinem alten Main noch, eine neue Rüstung, wir sind einer neuen Legi beigetreten und ja, fliegen wir dann mal hier halt zu der Insel. Und Leute, wundert euch nicht, wenn wir uns mitten im Gameplay einfach kaputt lachen. Also, ein Abonnent hat uns auch gefragt, ob wir nicht aus diesem Aion Gameplay ein Let's Play machen. Das haben wir uns auch so reichlich überlegt und wir wollen daraus ein Let's Play starten. Gleichzeitig mit Metin 2. Und wir werden jetzt also, das wissen wir noch nicht, ob es beides funktionieren wird, aber ich hoffe, es wird funktionieren. Und kommst du überhaupt mit, ist die Frage. Setzen wir mal ein Serum ein. Fliegen wir gerade richtig? Nein, wir fliegen gerade falsch. Ey, Experts, ich sag dir, wir fliegen wieder ganz genau hier runter. Hallo, was machst du da? Keine Ahnung, ah, da ist die Insel. Ich denke mir schon, wann kommt endlich die Insel? Oh, Leute, das wird knapp für mich. Für Ah mich ja, nicht. wir nehmen beide in diesem Video auf. Das ist eine bessere Methode. Dann könnt ihr ihn sehen. Also auf diesem Gameplay, also auf dem Kanal wird mein Gameplay auftauchen und das von Experts werden wir in die Beschreibung reinklatschen. Und ja, hier werden wir wie markiert, werden wir hier eine kleine Pause einlegen und dann werden wir halt auf die Schwertinsel. Warum Schwertinsel? Weil ein Schwert ist. Das seht ihr gerade und wir werden ungefähr von da aus starten. Dahin zu fliegen. Meinst du, wir sollen ja kommen, fliegen wir mal so runter. Wie das aussah. Ich kann nichts dafür. Lasst mich in Ruhe, Leute. Ich hab das Spiel nicht erfunden. Also ihr habt Und gesehen, er hat einen Vorwärtssalto gemacht, aber so ein Chrom-Vorwärtssalto, so ein Schießen. Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Du fliegst falsch. Nein, ich flieg richtig, aber
Warum sind wir mal von da hinten gestartet, wenn es hier noch näher dran ist? Wir sind hier immer gestartet. Nein, wir sind eben da hinten gestartet. Guck mal. Nein, wir sind nicht von hier gestartet. Glaub mir, wir sind von da hinten gestartet. Wow, so zweimal flatter, flatter. Da, Leute, genau da, das ist diese Ebene. Nein, wir müssen, guck. Nein, das ist schon wieder die falsche Ebene. Da, wir sind, guck mal, Leute, wir sind ganz genau dahin. Dahin sind wir geflogen, genau dahin. Ach, Leute, wir wissen auch nicht. Wo ist denn die da hinten? Die da hinten? Nein, die werden wir noch nicht sehen, die ist schon weit weg. Ich muss mich aufladen erstmal. Ja, setz dich hin, da ladest du dich irgendwie schneller auf. Obwohl es um Flügel geht, aber egal. Ja, was in dieser Quest bekommen wir neue Flügel oder wir können uns eine herstellen. Also, wir machen ein Video, wenn wir uns eine herstellen können. Wir machen darüber ein Video, wie wir das machen. Ja. Halt, Leute, wir wissen es noch nicht. Also, wir wissen es noch nicht. Ich habe mal so nachgefragt und Leute, die meinten alle, in dieser Quest kannst du Flügel herstellen lernen oder du kriegst neue Flügel. Und ja, das werden wir jetzt am Ende dieser Quest erfahren oder am Ende dieser 25 Minuten. Und ich glaube, ich sehe die Insel Experts. Ich glaube, das da ist die Insel, oder? Oh. Ah, da hinten? Ja, da hinten. Leute, ich war ganz genau da. Da an der Kante. Und ja. Scheiße, ich hab die Insel verloren. Wo ist die Insel? Geronimo. Experts, ah, da ist die Insel. Oh man. Ich hoffe, das schaffen wir dieses Mal. Klar. Ja, diesmal wissen wir, wo die Insel ist. Nur eben. Eben sind wir runtergeflogen, das ist ja das Problem. Aber Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir uns totgelacht haben. Als ich nach oben geguckt habe und die Insel gesehen habe, ich dachte mir so, oh Scheiße, dachte ich mir. Und dann halt, ich setze schon mal mein Serum ein, weil sonst wird es zu knapp. Und ah, die ist hier. Ja, also Leute, wir haben es geschafft auf die Insel. Ah, da, ich sehe schon die Zielperson. Bin dort. Ich auch. Ich dachte, er fliegt jetzt. Ich dachte, ich flieg jetzt runter. und. Wir werden weggeflogen. Zu die Sonne, glaube ich. Nee, doch nicht. Wollen die mich jetzt verarschen oder was? Xbox, von hier kommen wir doch gerade. Oh mein Gott, du musst nach unten, wenn du das nicht wusstest, ne? Ah nein, wir sind gerade durch die Sonne hindurch geflogen. Mhm. Wir sind jetzt woanders, warte. Was ist das denn für ein scheiß Ort? Ich hab keine Ahnung. Lol. Ich bin gelandet, was soll ich jetzt machen? Flugausbilder? Der ist bei unsichtbar, Hanni, denke. Was ist passiert? Such den Vermissten. Oh, hier, ein Bogenschütze! Wir müssen die beschützen! Oh mein Gott, oh mein Gott! Kann ich den Mob irgendwie runtertreten oder so? Headshot oder so machen? Lol, was? Ich bin tot! Lol, ich bin auch tot. Was geht ab? Was geht ab? Hä? Nicht dein Ernst, oder? Ach komm schon! Die ist zu hart für uns, Mann. Nächstes Mal vergesse ich nicht mal das Spotten. Oh meine Fresse, Alter. Nächstes Mal vergesse ich nicht das Wegfliegen. Ich denke mir so, warte. Wenn ich am Sterben bin, fliege ich nächstes Mal weg. Wir greifen direkt die Mobs an, bevor wir die Quest annehmen. Direkt die Mobs angreifen. Die spawnen ja nicht da. Die spawnen ja erst, wenn du die Quest angenommen hast. Die musst du irgendwie retten oder so einen Scheiß machen. Oh. Die sind noch zu schwach dafür. Oh, mein Freund. Die Welt lädt sich auf. Sehr langsam.
Sehr langsam. Ja, vielleicht ist das ja auch so, weil wir gerade aufnehmen. Kann auch sein. Also, Leute, wenn es jetzt so tierisch arg laggen würde, es tut uns leid. Es liegt an diesem Spiel. Es spielen auch voll viele Spieler halt und. Überfüllte Server. Kann man nichts mehr machen. Ja. Ah, dann sind wir jetzt mal in. Wie hieß die Stadt noch? Interessanter. Eltern oder so. Eltern, ich bin im Vertiwohn, Eltern, ja. weil es dann schneller Portal ist für mich, also jetzt. Ich habe jetzt gar keine Lust, mir neue Schriftrollen zu kaufen für Veteronen. Deswegen hier von Eltern direkt losfliegen. Ich flieg schon mal los zu dem Echo. Kannst du machen. Wenn ihr euch wundert, was Echo überhaupt ist, ihr wisst ja, was Echo ist im Normalen, aber hier heißt so ein NPC Echo, die teleportieren uns ganz nach oben. Da, seht ihr. Und von da aus müssen wir losfliegen. Ah ja, wir hatten ja Münzen und wussten nicht, was wir damit machen sollten. Und ja, wir haben mal rumgefragt. Und die Leute haben gesagt, ihr könnt die eintauschen. Ich dachte mir erstmal so gegen so einen Scheiß eintauschen und so. Aber Aber Leute, lasst die Münzen nicht. Leute, je höher die Münzen werden, desto mehr, also desto besser werden die Items. Ab Und Level 36 bekommen wir geilere Items als die hier von Silbermünzen. Sind etwas teurer, aber wir machen noch die Quests. Wir werden uns etwa ungefähr 416 oder 460 Silbermünzen kosten. 600 müssen wir ungefähr machen, wegen der Rüstung und die Waffen. Nein, nein, Ey, sie übertrieben. bei mir sind es 416. Ja, mal schauen. Musst du mal Weil schauen. du Da standen kaufst voll die die. geilen Asmus, Alter. Weil du kaufst ja die Kanone und die Pistolen. Ich brauche keine Kanone. So, Leute, wir sind hier halt in Rechante. Und wir müssen halt hier über. Best Scherbe von Latezran oder so. Halt. Was uns auch ein bisschen stört, ist, dass manche Metin 2P-Server die Waffen und so weiter alle, die aussehen, die Namen und so weiter, alle von Arion klauen. Das stört uns halt so ein bisschen. Ja, die Waffe, die mein Freund. Halt, diese Waffe gibt es als PvP-Bogen. Und halt, ihr könnt es euch schon vorstellen, wie das sein könnte. Das ist so ein P-Server, ich glaube, Valkyrie Metin 2 und dann Hikari MT2. Da gibt es wirklich die Waffen. Ja, das ist einfach nur eine billige Kopie. Und dann im Hardcore Reloaded wurde die Platin-Rüstung abkopiert. Also, ja. Bleibst du? Ich komme jetzt. Ich dachte gerade eben, ich hatte den Asmo gesehen. Da sind 50 Asmus. Sie können ruhig kommen. Dann sind wirklich voll viele unten. Das sind Elios. Die waren lila so. Vielleicht sind das Elios in Abu. Ah, doch, 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 scheiße, ich will unten bleiben, ich will unten bleiben. Ach, komm schon, dreh um. Du drehst jetzt um. Dreh um. Okay, sie gehorcht nicht. Sie wird später bestraft. Spalt sie aus. Warum du nicht umdrehen? Ich sage umdrehen. Ja, okay, ich komme. Ich bin gerade gelandet, Mann. Willst du mich Ich jetzt komme jetzt nach verarschen? unten. Warte, ich flieg jetzt nach oben. Ich flieg Komm jetzt. nach unten, wir killen ein paar. Wenn wir sterben. Asmo jagt, Asmo jagt, Asmo jagt. Ich liebe Asmo jagt. Leute, wir verkacken sowas von, das ist Level 65er. Hey, ich will doch mal bitten, ich habe schon viele 65er bekämpft. Die kämpfen hier Und auch wirklich. gewonnen, und auch gewonnen. Der eine ist gestorben. Yeah, Elis hat gewonnen. Ein Oh, Jäger. oh Nee, das ist Scheiße. ein Jetzt geht's ab. Speer. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt, Leute, jetzt geht's ab. Ich schwöre Leute, jetzt. jetzt geht's wirklich ab. Aber nein, ich trete nicht an, weil du mich mal am Arsch lecken kannst. Das sind zu Alle starke Mann Leute. Angriff!
Wo bist du hin überhaupt? Ich bin ganz vorne mit diesem Zwerg da vorne. Also greift gar keiner an. Jetzt, alle jetzt, drauf, jetzt, alle drauf. Alle drauf. Mama, was machst du da? Ich greif gerade jemanden an. Der widersteht ganzen Scheiße von mir. Ich werf meine Granaten. Fire in the hole! Ich glaube, das ist dieser Mage von letztens, der uns wurde. Nein, der war, das war ein Junge. Der da hinten ist der. Da, der hey, der ist fast tot, der ist fast tot. Und yes, Nummer 1 ist down. What, der hat ihn geil. Ach du Scheiße, ich werd angegriffen. Nein, lauf. Da ist Klerik, da ist Klerik. Ich warte, ich hinter ihn dran anzugreifen. Ich lad mich auf, ich lad mich auf. Oh, jetzt. Oh, guck das, mal. Ey, das ist unfair. Ey, 2 gegen 1. Ey. 2 gegen 1. Hört auf. Ey, Junge, ich verpiss mich hier. Scheiße, Mann. Und, ja. Keine Chance, Mann. Es hat mich zerlegt. Keine Chance. Vielleicht kann der Expert mich schon wiederbeleben. Kann ich ja nicht, weil ich tot bin. Das ist ja scheiße. Gary, das habe ich mir gemerkt. Ey, überleg dir so einen Namen, Gary. Und wieder lädt sich die Welt schlecht sehr, sehr, sehr langsam auf. So, ja, das ist wirklich wegen der Aufnahme. Ich glaube, Leute, wir beenden hier den Part. Wir haben sowieso noch ein paar Minuten. Ja, und wir können eh nichts machen. Der nächste Let's Play wird sein, damit wir, also, wie der nächste Gameplay wird direkt sein, wenn wir die Flügel erstellen oder bekommen. Das werdet ihr dann sehen. Ja. Dann abonnieren, kommentieren, liken, bitte nicht vergessen. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare und haut rein.